Wir haben es den 13. Challenge-Tag. Heute möchte ich dir 4 super coole Übungen für den kompletten Körper geben. Aber die gehen primär auf Bauch, Beine, Po, weil es ja unsere Bauch, Beine, Po-Bikini-Challenge ist. Wenn du noch mitmachen möchtest, unten einfach in der Infobox auf den Link klicken. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's mit den Erklärungen los. Und wenn du angemeldet bist, gibt es das komplette Live-Workout für dich per E-Mail. Also, los geht's mit Übung Nummer 1. Go ahead now. Stehen wir etwas weiter als hüftbreit auseinander mit unseren Füßen. Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Und dann nehmen wir eine Kettlebell nach oben. Halten sie die ganze Zeit oben über unserem Kopf und gehen dann runter in den Squat und drücken wieder hoch. Runter gehen, einatmen, hoch gehen, ausatmen. Von der Seite. Was ihr hier merkt, wenn ihr hochgeht, ausatmen, aus dem Po drücken, aus den Fersen nach oben drücken, die Hände oder die Arme so ausgestreckt wie möglich lassen. Euer Bauch ist komplett angespannt, ihr drückt aus dem Po, der Po und die Beine, die werden perfekt beansprucht. So, dann kommen wir auch schon zur zweiten Übung und zwar machen wir Kreuzheben mit Kurzhanteln. Wenn ihr 2 gleiche Kurzhanteln habt, ist es perfekt. Ich habe sie von Women's Health, aber man kann auch, ich habe zum Beispiel auch eine schwerere Kurzhantel, allerdings nur eine 15 Kilo Kurzhantel. Da könnte ich natürlich jetzt auch eine Kombination machen aus einer etwas unsymmetrischen Gewichtsverteilung, damit mein Körper sich mehr ausbalancieren muss. Dann mache ich zum Beispiel 15 Sekunden mit 12 Kilo oder 15 Kilo in der rechten Hand und 12 Kilo in der anderen Hand. Und in der nächsten Runde tausche ich die Gewichte. Oder ihr macht es mit 2 gleichschweren. Das geht natürlich auch. Zeige ich euch kurz die Übung. Ich mache sie jetzt erstmal mit 2 gleichschweren Kurzhanteln. Wichtig ist immer mit dem geraden Rücken hochheben. So, wir stehen circa hüftbreit auseinander hin. Zehenspitzen zeigen leicht nach außen, Schultern nach hinten, unten. Und dann gehen wir mit unserem Po nach hinten, unten, bis wir circa hier ein parallel mit unseren Oberschenkeln zum Boden sind und dann drücken wir wieder den Po nach vorne, Hüfte nach vorne und Rücken gerade machen. Einatmen, runter, aus den Fersen ausatmen und hochdrücken. Schultern bleiben die ganze Zeit nach hinten fixiert, die Kurzhanteln gehen rechts und links an unserem Bein entlang nach unten und oben. Arme sind die ganze Zeit gestreckt. Wenn wir hochgehen, atmen wir aus. Wir ziehen unsere Schultern nicht hoch, sondern lassen sie ganz einfach hängen, genauso wie die Arme auch hängen bleiben. Wichtig ist hier, dass wir einen leichten S-Arm machen. Ja, wir runden hier nicht ein. Brust ist ausgestreckt. Und dann drücken wir aus den Fersen nach oben. So, dann kommen wir zur dritten Übung. Und zwar wird das eine Brücke sein mit der Kurzhantel auf dem Bauch. Dazu legt ihr euch hin. Die Übung wird schwerer, je weiter vorne ihr eure Füße habt. Dann nehmt ihr eine Kurzhantel auf euren unteren, auf den Teil des unteren Bauchs und drückt es nach oben. Genau. Die Übung ist einfacher, je näher die Füße an eurem Po sind. Je weiter sie weg sind, umso schwerer wird die Übung und umso mehr geht sie auf Po und Oberschenkel. Und guckt hier wirklich, dass ihr so hoch streckt, euren Po oben nochmal anspannt und die Hüfthöcker bzw. die Hüftknochen hier auf einer Linie sind. Ja? Also nicht so krumm. Wenn ihr merkt, okay, ihr seid krumm, dann drückt ihr aktiv die tiefere Seite weiter nach oben. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur vierten Übung. Und zwar dazu stellt ihr einfach eine Kettlebell. Optional könnt ihr natürlich auch eine Kurzhantel nehmen vor euch auf dem Boden. Beide Füße zur einen Seite zusammen. Und dann geht ihr mit den Füßen von rechts nach links über die Kurzhantel.
Atme dabei regelmäßig ein und aus. Du kannst auch mit gestreckten Beinen machen. Dann ist es ein bisschen schwerer. Einfacher war es mit angewinkelten. Zur Stabilität könnt ihr euch ganz leicht am Boden abstützen. Soll jetzt natürlich nicht so sein, dass ihr euch komplett auf eure Arme abstützt, sondern einfach nur zur Stabilität. Ja, Hände leicht am Boden lassen. So, tief ein- und ausatmen, regelmäßig atmen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Habt viel, beziehungsweise beim Workout. Jede Übung machen wir wieder 30 Sekunden, machen danach eine 30-sekündige Pause und danach beginnt der Zirkel von neuem. Insgesamt machen wir 4 Zirkel, ganz viel Spaß dabei und unten dürft ihr noch gerne kostenlos den Bikini-Test machen. Bis dann für 3 kostenlose Tipps. Ciao, ciao.